Der Nintendo Online Store wurde eröffnet. Wird es einen Pokémon Real Film geben mit echten Schauspielern? Und es gibt ein ganz neues, sehr interessantes Zelda-U-Gerücht. Und das sind unsere Themen heute. Und damit willkommen zurück zu den News. Und da starten wir direkt mal mit dem neuen Nintendo-Logo. Ihr wisst ja, vor langer Zeit wurde das Nintendo-Logo ja mal in der Rot-Weiß-Kombination gehalten. Rote Schrift auf weißem Hintergrund. Seit der DS- bzw. Wii-Ära hat sich das geändert. Da hat man es in Grau-Weiß umgeändert. Graue Schrift auf weißem Grund. Und jetzt, vor anderthalb Wochen, hat man auf dem Nintendo of America YouTube-Kanal als auch auf dem Twitter-Account ganz still und leise einfach mal das Logo geändert. Und zwar wieder in die Rot-Weiß-Kombination. Allerdings dieses Mal umgekehrt. Weiße Schrift auf rotem Hintergrund. Ja, allerdings sind Nintendo of Europe und Nintendo of Japan da noch nicht mitgezogen, nutzen nach wie vor das alte graue Logo. Ich denke aber, das wird sich demnächst ändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt uneinheitliche Logos verwenden wollen, je nach Kontinent. Ich denke, da werden sie auf jeden Fall noch nachziehen. Und mir gefällt das neue Logo. Ich find's wirklich gut. Es passt besser zu Nintendo. Und grau war sowieso nie so mein Fall. Oh. Und neben dem neuen Logo gibt es noch was anderes Neues, allerdings offiziell Neues von Nintendo, und zwar der offizielle Nintendo Store. Oder die offizielle Nintendo Store, keine Ahnung, wie dem auch sei. Das ist ein Online-Shop, der für 7 europäische Länder jetzt eröffnet wurde, unter anderem eben auch für Deutschland. Den Link gibt es unten in der Infobox und dort könnt ihr Merchandise aller Art von Nintendo kaufen. Direkt von Nintendo, originale Merchandise-Artikel. Ist auf jeden Fall für beide Seiten eine gute Sache. Ich glaube, Nintendo wird sich da ein bisschen was dran verdienen, denke ich mal. Und jetzt muss man nicht immer auf die Drittanbieter zurückgreifen und kann sich einfach mal originales Nintendo-Merchandise kaufen. Die Preise sind auch in Ordnung. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Blick reinwerfen und ich hole mir da vielleicht auch mal was. Irgendwie klang das gerade, als würde ich was verkaufen wollen oder so. Aber das ist kein Video mit Produktplatzierung, sondern einfach, ja, ich drück mich mal ein bisschen. Ich habe zu viel Bibis Beauty Palace geschaut, deswegen drücke ich mich manchmal aus wie so eine QVC-Tante. Aber sei es drum. Das war noch nicht alles zum Thema Merchandise, denn Nintendo of Japan verkauft jetzt sogenannte Dioramen für Amiibo-Figuren. Das sind so Aufsteller mit so tollen Hintergründen, wo man dann seine Amiibos draufstellen kann und positionieren kann. Hier seht ihr gerade die Bilder dazu. Umgerechnet kann man sich das jetzt schon vorbestellen auf Amazon Japan für 7 Euro. Und ja, ich finde, es sieht ganz schick aus, aber ich habe immer noch keine einzige Amiibo gekauft. Ich glaube, es wird auch niemals dazu kommen. Weil wenn ich eine haben möchte, dann möchte ich alle haben. Und das, so viel Geld habe ich nicht. Und dann lasse ich es lieber ganz sein. Und dann brauche ich auch kein Diorama. Ja. Ach ja, und ob das irgendwann auch noch im Westen im Handel erhältlich sein wird, das ist noch unklar. Ja, und von Amiibo-Zubehör kommen wir jetzt zu Amiibo-Festival. Nicht ganz, wir kommen eher gesagt zu Animal Crossing, denn Animal Crossing feiert jetzt 15-jähriges Jubiläum. Am 14. April 2001 ist der erste Ableger für den Nintendo 64, für den Nintendo 64 erschienen in Japan ausschließlich. Dann im Jahre 2002 wurde das Ganze für Nordamerika für den GameCube noch geportet und im Jahre 2004 dann auch noch in Europa für den GameCube geportet. Es erschienen dann mit der Zeit neue Ableger, unter anderem eben auch die sehr erfolgreichen für DS und 3DS, Wild World und New Leaf. Ja, und das alles wird in einem Jubiläumsvideo nochmal gezeigt. Alle Ableger werden dort nochmal kurz aufgezeigt und zelebriert. Und ja, damit möchte Nintendo eben dieses 15-jährige Jubiläum feiern. Link ist in der Infobox. Oh Mann, ich baue jetzt hier so einen Link ein. Aber nur einmal jetzt, sonst mache ich das nicht. So Leute, ich bin heute der Meister der Überleitung. Und jetzt kommt eine richtig krasse Überleitung. Achtung. Apropos Animal Crossing Wild World. Dieses Gerät hier, beziehungsweise der Reparaturservice von diesem Gerät, wird am 30. April eingestellt, in Japan zumindest, der Reparaturservice für das allererste Nintendo DS-Modell. Ja, hat folgenden Grund: Ersatzteile gehen langsam aus, man produziert diese eben nicht mehr und kann deshalb auch keine Gewährleistung mehr bieten. Allerdings nach wie vor Nintendo DS Lite, Nintendo DSi und Nintendo DSi XL werden in Japan supported. Ja. Werden wir etwa nach Pokémon Go die nächste große Pokémon-Sensation erleben? Ja, laut Gerüchten sollen nämlich momentan große Filmstudios drauf und dran sein,
sich um die Rechte für einen Pokémon-Real-Film zu betteln. Ja, also ein Pokémon-Film nach dem Anime gerichtet, nur halt in Filmform und mit echten Schauspielern. Oh. Ich meine, hat irgendeine Videospielverfilmung jemals funktioniert? Weißt du, das ist genauso wie die ganzen großen YouTuber, die alle meinen, nacheinander irgendwelche Alben produzieren zu müssen, wenn sie erfolgreich werden, obwohl sie zu 90% alle überhaupt nicht singen können. Aber ja, wie dem auch sei, ich möchte nicht voreingenommen sein und wir warten einfach mal, ob sich das Gerücht überhaupt bewahrheitet und wenn es sich bewahrheitet, gut, Sega plant ja momentan auch einen Sonic-Film, der 2018 in die Kinos kommen soll, da bin ich auch gespannt drauf, aber ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, und vom Pokémon-Real-Film kommen wir nun also zum Zelda-U-Gerücht für heute. Ein sehr interessantes, wie ich finde, auch von einer sehr interessanten Person. Nämlich hat dieses Emily Rogers ausgelöst. Eine ziemlich glaubwürdige Quelle, die auch schon das ein oder andere Mal mit Vermutungen und Spekulationen oder Vorhersagen eher gesagt richtig lag. Zum Beispiel jetzt jüngstes Beispiel, Paper Mario Color Splash. Sie hat vornherein gesagt, dass es ein neues Paper Mario-Titel geben wird und das hat sich dann auch auf der Nintendo oder während der Nintendo Direct bestätigt. Und sie behauptet jetzt genau das, was ich schon bereits in zwei News-Ausgaben mal gesagt habe. In einer habe ich mal gesagt, dass ich glaube, dass Zelda U auf Wii U als auch auf der NX erscheinen wird, wie es damals bei Twilight Princess, GameCube und Wii der Fall war. Und in einer anderen Ausgabe habe ich mal darüber philosophiert oder hat man meinen Wunsch zu einer Sprachausgabe in Zelda geäußert und gesagt, dass ich gerne eine Sprachausgabe hätte, dann aber alle vertont, bis auf Link, weil ich mir einfach nicht vorstellen könnte, wie Link das geht gar nicht. Jedenfalls hat sie jetzt genau diese beiden Punkte quasi bestätigt. Sie sagte nämlich, dass sie diese Insider-Informationen hätte, dass eben das Zelda U auf beiden Konsolen erscheinen wird und dass eben eine Sprachausgabe vorhanden sein wird. Und zwar eine komplette Sprachausgabe, bis auf eine Ausnahme, nämlich Link. Link soll nicht vertont werden und weiterhin stumm bleiben. Und das halte ich, wie gesagt, für eine sehr gute Idee. In beiden Fällen halte ich es für eine sehr gute Idee. Wirtschaftlich gesehen macht es für Nintendo Sinn und für die Fans auf jeden Fall auch. Ja, dann mal gespannt, ob das denn eintreffen wird. Zelda-Sprachausgabe, Wahnsinn. Dass es dann doch so schnell geht, aber mal schauen. Das ist ja nach wie vor ein Gerücht, ne? Wir wollen ja nicht zu viel drauf geben. So, und von Zelda U geht es nun also schon zum vorletzten Bericht für heute. Dann war es das schon mit den News. Die kürzeste Ausgabe überhaupt, würde ich mal sagen. Und zwar zu Phoenix Wright Ace Attorney 6 kommen wir jetzt. Das Spiel wurde ja vor geraumer Zeit bereits angekündigt für den Nintendo 3DS. Und jetzt haben wir neue Informationen dazu. Und zwar zum einen, dass zwei alte Charaktere aus der Ace Attorney-Reihe zurückkehren werden für Ace Attorney 6. Und zwar zum einen Emma Sky und zum anderen Trucy Wright. Ja, und außerdem haben wir hier noch zwei japanische Werbespots zu dem Spiel. Da könnt ihr mal einen guten Einblick in Ace Attorney 6 bekommen. Die verlinke ich euch in der Infobox. Und ja, wann wir endlich unseren Release-Termin bekommen für den Westen, für Europa und USA, ist noch nicht bekannt. Aber Capcom hat nochmal bestätigt, dass wir das Spiel auf jeden Fall auch hierzulande bekommen werden. So, und damit kommen wir jetzt zum letzten Bericht für heute, und zwar einem Nintendo NX-Gerücht. Ich habe da langsam gar keinen Bock mehr drauf, jede Woche dasselbe. Teilweise auch nur Typen, die gerade eben Twitter entdeckt haben und dann da irgendwas reinschreiben und dann meinen, sie wären qualifiziert, irgendwas zu sagen. Und Gerüchte, die sich immer wieder widersprechen und ach, am Ende wird eh mindestens 90% von dem, was ich hier erzähle, nicht eintreffen. Und ihr habt mir auch noch das Zeichen gegeben, dass ihr auch keinen Bock mehr drauf habt. Und das freut mich, dass wir da einer Meinung sind. Deswegen gibt es noch NX-Gerüchte. Allerdings werde ich das Ganze auf 30 Sekunden reduzieren. Ich gebe mir nicht mehr Spielraum als 30 Sekunden ab jetzt, weil den Rest sehen wir dann gegebenenfalls auf der E3 und in Spekulationen habe ich keinen Bock mehr drauf. Also egal, wie umfangreich es demnächst sein mag, ich habe nur noch 30 Sekunden Zeit und es geht jetzt los. Und zwar soll laut einem User des NeoGAF-Forums die Nintendo NX deutlich leistungsstärker als die PS4 sein in allen Belangen und soll damit die stärkste Konsole auf dem Markt werden. Außerdem sagt der User noch, dass Wii U-Spiele für die NX geportet werden. Und zwar zum einen Super Mario Maker, The Legend of Zelda U natürlich, Super Smash Bros. U und auch Splatoon sollen für die NX geportet werden und nochmal neu aufgelegt werden. Emily Rogers, die wir vorhin einmal kurz angesprochen haben, die seriöse Quelle, wie ich sie genannt habe, hat dazu auch Stellung gezogen und Ähnliches berichtet und dazu auch noch Xenoblade Chronicles X als portierbaren Titel genannt. So, ich glaube, das waren 30 Sekunden. Das war's und das werden wir demnächst immer so machen, wenn es überhaupt wichtige NX-Nachrichten gibt. Ansonsten
belanglosen Mist lasse ich demnächst komplett raus. Und weil ich heute so zielstrebig bin, dass wir heute mal die kürzeste Ausgabe überhaupt schaffen, sage ich jetzt ganz schnell tschüss, bis demnächst in 2 Wochen. Das Q&A-Video kommt und andere Sachen sind auch in Planung, aber egal. Ich muss weg. Ciao.